Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Qatar Convention 2018 in Leipzig. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Knapp 100 Leute haben den Weg hierher gefunden. Und das war ein Experiment, nach Leipzig zu gehen. Ich würde sagen, so auf den ersten Blick, schade, Experiment hat geklappt. Ne, so muss man ja immer sagen. Nein, schön, dass wir mal eine andere Location gefunden haben, nicht immer nur Frankfurt und Stuttgart. Und vielleicht haben wir dadurch auch viele neue Leute. Den Tag möchten wir heute beginnen mit der Begrüßung durch die Mitglieder der Qatar School. Die Qatar School hat sich zum Ziel gesetzt, die Qatar ja, im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Und deswegen möchte ich als erstes mal alle Mitglieder der Qatar School nach vorne bitten, dass wir eine kurze Begrüßungsrunde machen. Ich weiß gar nicht, passen wir hier alle oben drauf? Ups. Passt das? Wir müssen uns ein bisschen versetzt stellen. Mike, magst du anfangen mit Grüß Gott sagen? Ach so, Grüß Gott. Ja, nee, sagt man das hier in diesem Land? Nee, Grüß Gott sagt man hier, glaube ich. Was sagt man in diesem Land? Was sagt man? Passt schon? Nee, das ist weiter südlich, passt schon. Okay, good morning, good morning. Nice to see you. I look forward to working with you over the next two days. Er kann auch Deutsch. Nein, das geht nicht. Wenn es schwierig wird, geht es dann auch auf Deutsch. Schönen guten Morgen, Bernd Mittelhuber, und freue mich auch auf die unbekannte Zone jetzt in den nächsten zwei Tagen. Mal gucken, was uns da so erwartet. Guten Morgen, Thilo Schwarz. Wer war schon auf der Qatar School Homepage? Wer war da schon mal? Hey, super. Super, super. Ich freue mich sehr, wir haben das mit der Qatar School letztes Jahr gestartet und ich freue mich sehr, dass das immer mehr Form annimmt, weil die Qatar ist ja viel größer als nur in der Lean-Community und in den Unternehmen. Es geht um kritisches und wissenschaftliches Denken in der Gesellschaft für Kinder und die Qatar School Homepage bietet schon eine ganze Menge Dinge, die zeigen, dass Qatar viel größer ist als nur das, was wir in den Unternehmen tun. Und ich würde mich freuen, wenn deshalb auch umgekehrt noch viel mehr Inhalte dort entstehen, auch Beispiele aus den Unternehmen, was alles mit Qatar gemacht wird und was es bewirkt hat. Insofern Einladung an alle, nicht nur heute, sondern auch danach. Ich glaube, Konstantin, wenn wir dich ansprechen, herauszufinden, wie kann ich dort vielleicht meine Qatar-Geschichte einstellen und für andere verfügbar machen. Wer bist du? Hab ich doch gesagt. Thilo Schwarz. Ja. Also Thilo Schwarz. Alles gut. Geht ja gut los. Also Thilo Schwarz. Okay, später klatschen. Ja, Gerd Aulinger, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, von der Bühne runterzuschauen. Das wäre jetzt der achte Qatar-Praktiker-Tag. Genau. Ne? Und ich freue mich sehr, dass es wird größer. Ja? Jetzt haben wir zwei Tage und sehr viele neue Inhalte mit der Qatar School zusammen. Und ich freue mich sehr, weil das Thema Qatar sehr wichtig ist und es muss wachsen. Es muss immer noch wachsen und wir brauchen jeden. Ja? Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so viele Qatar-Botschafter sehe, ja? die Botschaft raustragen. Super, ich freue mich sehr auf die zwei Tage. Danke. Ralf Winkler, ich freue mich auch sehr und ich habe, der Konstantin ist vor drei Minuten gekommen und hat gesagt, ihr müsst nach vorne gehen und was Schlaues sagen. Und dann ist mir Nietzsche eingefallen. Panikzone oder wie? Dann ist mir Nietzsche eingefallen, der sagt, wer glaubt, will nicht wissen. Und obwohl ich fest im Glauben bin, will ich gerne wissen. Und ich finde, die Qatar School ist eine echt gute Geschichte, um die Denk- und Handlungsweise zur Wissensgenerierung zu lernen. Und der zweite Grund, warum ich mich sehr freue, heute hier in Leipzig zu sein, ist, ich habe vor 29 Jahren da draußen mitdemonstriert. Ja. Wow. Also die aktuellste deutsche Revolution mitgemacht und jetzt bin ich wieder hier. Seid gespannt, was so alles passiert. Wir starten die nächste Revolution. Ja, guten Morgen zusammen, Marco Kamberg. Auch ich freue mich sehr, hier zu sein heute Morgen. Ich war vor 29 Jahren leider nicht dabei, wäre es aber sehr gerne. Doch, geboren war ich, glaube ich, schon. Ja, ich bin gespannt auf die zwei Tage, weil wir ein neues Format vor uns haben. Und ich finde es total spannend, dass wir heute mit Workshops sehr aktiv einsteigen, weil immer mehr Leute mit unterschiedlichsten Fragen auf uns zukommen oder auch wahrscheinlich untereinander sind. Und wir versucht haben, diese Fragen einfach mit praktischen Formaten zu füllen. Und
Das finde ich, das zeichnet sehr stark das Arbeiten mit der Kata aus, dass wir im Prinzip gegenseitig uns befruchten und voneinander lernen und diese Workshops unter anderem dazu nutzen können. Das finde ich ganz toll, dass die Kata School dafür eine tolle Plattform ist, wo wir auch unabhängig von Personen uns darüber austauschen können. Insofern gespannt auf die zwei Tage. Ja, super. Marco, herzlichen Dank. Gib mal das Mikro gleich dem Gerd, weil der Gerd macht gleich eine Routine, die sich in den letzten 7 Jahren schon eingespielt hat. Der Gerd hat sie immer moderiert. Und bevor wir anfangen, wollte ich mal wissen, wer war schon mal auf einem Kata-Praktikertag in den letzten Jahren? Mal bitte Hände hoch. Gut, wer ist das erste Mal da? Wow, okay. Hammer. Mhm. Das freut mich ja total. Ich würde mal sagen, 70-80% sind das erste Mal da. Dann lernen Sie jetzt diese Routine auch kennen. Gerd, du hast das Wort. Okay, super. Die mit Kata zu tun haben, wissen, Kata hat sehr viel mit Rituale zu tun. Und wir haben immer, das wird jetzt zum 8. Mal, das Ritual wird geübt jedes Mal, wir haben ein Netzwerkritual, bevor man richtig ins Volle reingeht. Und zwar, es gibt ja zwei Zwecke so einer Veranstaltung. Die erste ist Kata, glaube ich dreimal Kata. Die zweite ist interessante Leute kennenlernen. Networking, ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie interessante Leute in diesem Raum sich gerade versammelt haben. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, wie interessant die Leute sind, die in diesem Raum gerade drin sitzen. Wir wissen es alle nicht. Und deswegen, damit auch diese Entdeckungen funktionieren, haben wir, wie gesagt, ein Ritual. Und zwar geht es darum, dass man jetzt zwei Personen anspricht, und zwar zwei Wildfremde. Man darf niemand, wenn er auch nur ein bisschen bekannt ist, ansprechen, sondern wirklich Wildfremde und sich eine Minute lang dann gegenseitig kurz vorstellt. Okay? Also ihr sitzt ja wahrscheinlich mit den Arbeitskollegen in der Firma, aus der Firma zusammen. Genau die dürft ihr alle nicht ansprechen, die kennt ihr schon. Es geht eine Minute lang und dann, ist der Wechsel. Und dann gibt es nochmal, dann müsst ihr eine zweite Person suchen. Ja, und dann mit der zweiten Person das gleiche Spielchen noch einmal. Okay, also ihr müsst zwei wildfremde Leute ansprechen. Das heißt, die erste Bitte, dass alle kurz aufstehen. Ja, ihr müsst euch rumschauen, kennt ihr das Gesicht, dann weitersuchen. Und das sind dann eine Minute, dann Wechsel, und los geht's. So, jetzt bitte wechseln. Also jetzt müssen die andersrum vorstellen. Jetzt andersrum, die zweite Minute. Okay, wir müssen jetzt abbrechen. Eine andere Person bitte aufsuchen. Ein zweites, ganz fremdes Gesicht bitte aufsuchen jetzt. Zweites, ganz fremdes, neues Gesicht aufsuchen jetzt. Ich
Ich mache noch kurz ein paar administrative Ansagen und dann kommt Mike. Ja? Okay, dann gibst du zu mir. Genau, ich sag dir, ja. Das ist eigentlich. Super. So, wunderbar. Die 4 Minuten wären jetzt rum. Wir werden es in den Pausen fortsetzen. Jetzt ist bitte abbrechen. Dankeschön. Bitte Platz nehmen. Vielen Dank. Genau, wir haben noch 2 Tage Zeit. Sie haben noch 2 Tage Zeit, sich auszutauschen. Bitte abbrechen. Sehr schön. Bitte Platz nehmen. Ich habe es gesagt, dass es interessante Leute sind. Nichtsdestotrotz, wir wollen weitermachen. So, bitte Platz nehmen. Bitte jetzt Platz nehmen. Sehr schön. Ja, super, bitte Platz nehmen. Ah, jetzt. Ja, man sieht, das ist ein super Ritual, man könnte das den ganzen Tag fortsetzen und wie versprochen, nur interessante Leute im Raum, aber Konstantin möchte auch was sagen, deswegen übergebe ich gleich das Wort. Ja, danke Gerd nochmal, also für die Neulinge, das machen wir jedes Jahr so und es ist einfach wunderbar, um miteinander in Kontakt zu kommen, weil die Konferenz nennt sich auch Mitmachkonferenz, das heißt, wir wollen nicht dieses Frontale haben, wo vorne irgendwie Menschen stehen, die irgendwie eine Botschaft aussenden, sondern wir wollen uns untereinander vernetzen. Deswegen auch, um das ein bisschen zu erleichtern, jeder, der mich anspricht, ich lege keinen großen Wert auf Formalitäten, sagt einfach Konstantin bitte zu mir. Ja, und dann haben wir schon mal gleich diese formale Barriere weg. Und ja, ich glaube dann, das geht die nächsten Tage so weiter mit dem intensiven Austausch und jeder muss jeden letzten Endes in den 2 Tagen mal kennengelernt haben und dafür haben wir interessante Formate, die stelle ich später noch vor. Bevor wir jetzt mit dem ersten Part mit Mike anfangen, wollte ich noch ganz kurz erklären, was in dieser magischen Tasche drin ist. Der Holger Kluwe war so nett und hat mir seine Tasche geliehen und ich wollte euch ganz kurz erklären, was da drin ist. Da ist das Kater im Klassenzimmer Starter-Kit dabei. Dankenswerterweise hat Ravensburger uns die Puzzle gesponsert. Wo ist denn der Herr Frick von Ravensburger? Da sitzt er. Herzlichen Dank. Also auch. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil dieses Puzzle wird in den USA eigentlich fast weltweit verwendet. In der Türkei habe ich gesehen, nehmen sie jetzt ein bisschen was anderes mit Pferden drauf. Und ich hatte eigentlich gedacht, das müsste man bei Ravensburger feststellen in den Absatzzahlen, dass es irgendwie sich 20-facht hat. Leider hat er mir gesagt, das Puzzle verkauft sich so gut, dass die Cutter-Aktivitäten kaum merkbar sind. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber die Zeit kommt noch, wo im Jahr 1 Million von den Dingern oder so verkauft werden. Gut, also das dazu. Dann unser neuestes Fachmagazin Yokoten. Die Sabine Leikep, unsere Chefredakteurin vom Yokoten, ist auch da. Die steht da hinten und macht Fotos. Also wenn jemand auch einen Fachartikel oder so bei ihr mal platzieren möchte im Fachmagazin, geht auf die Sabine zu. Und natürlich das Programm. Und dann habe ich noch 2 Highlights da drin. Das erste Highlight ist ein Buch, das gibt es noch gar nicht. Wir haben einen Vorabdruck bekommen, das ist der Memory Jogger von der Toyota Carter. Das hat der Thilo Schwarz, habt ihr vorhin hier vorne gesehen, gemeinsam sind das Amerikaner, mit denen du es?
Kanadier mit zwei Kanadiern geschrieben. Das ist so hier so für die Jackentasche. Und vorne drin, das ist der Clou da dran, das ist also eine, vorne drin, rein theoretisch bei einigen, ist die Agenda auch mit drin. Müsst ihr mal gucken, ob das bei euch, doch, genau, hier ist drin. Die ersten Seiten, also sollte eigentlich geklappt haben, auch die Agenda immer in der Hosentasche mit dabei. Das ist das. Und jetzt kommt das Letzte, da bin ich am stolzesten drauf. Mike und ich arbeiten seit vielen Monaten an der deutschen Übersetzung des Toyota Charter Praxishandbuchs. Und das ist noch nicht ganz fertig. Das erscheint im ersten Quartal 2019. Eigentlich war der Plan, dass wir das hier schon fertig haben. Aber wir haben gesagt, das Cover steht schon mit dem Rückklappentext. Und für alle, die da sind, wir haben so einen Gutschein da reingemacht. Ihr könnt dieses Buch mit 25% Rabatt jetzt schon vorbestellen. Und sobald es, nein, bevor es auf den Markt kommt, was habe ich geschrieben? 2 Wochen bevor es offiziell erhältlich ist, schicken wir euch das Buch zu, wenn ihr es haben möchtet und bestellt. Also das ist auch so ein kleines Geschenk noch mit nebendran. Also es ist so ein bisschen eine Wundertüte und ich freue mich, wenn ihr daran Spaß habt. Danke, Holger, für die, fürs Ausleihen der Tüte. Wunderbar, damit jetzt Begrüßung, gemeinsamer Beginn und ja, Mike, jetzt bist du dran, okay. Aber Mike hat mir gesagt, Twitter ist unheimlich wichtig und ich habe jetzt auch angefangen zu twittern und wer von euch so bei Twitter unterwegs ist, wir haben uns 3 Hashtags überlegt, die wir an die Twitter-Posts ranschreiben können. Das eine ist katacon.de, also für Deutschland, katacon.de, dann Toyota Kata. Und wir wollen ja in dieser Kata-Convention auch den Fit machen mit der Agile-Community, weil wir sagen, Agile ist momentan gerade ja, in aller Munde, aber die Kata bietet Übungsroutinen, die gewünschte Agilität auch tatsächlich zu erreichen. Dazu haben wir aber in den nächsten Tagen noch ganz interessante Beiträge. Jetzt gehen wir erstmal zum Mike und ich übergebe mal so an dich. Ja, danke, danke. Morgen nochmal. Ich weiß nicht, wie wichtig Twitter ist. Vielleicht, wenn Sie ein Präsident sind, ist es wichtig, Twitter zu machen. Die anderen von uns sind vielleicht abgeneigt. Wir merken, dass über Twitter andere Gruppen dazukommen, jüngere Leute und so. Und deswegen bin ich vor 2 Monaten, habe ich angefangen, ein bisschen auf Twitter zu machen. Wenn Sie gucken, you can watch my feed. Ich versuche Updates zu machen, also weniger über mich und mehr über das Thema beziehungsweise was Leute mit dem Thema machen. Und wenn ich interessante Sachen von Ihnen lerne, das kann ich auch gerne helfen zu verbreiten und so. Aber wir wollen jetzt Cut am Klassenzimmer erstmal machen. Können wir die? Genau, da ist es. Und vorne ist kein Anschluss für den Rechner. Das heißt, ich mache mit doppeltem Rechner. Hinten wird geschaltet, dazu brauche ich noch den Klicker. Zack, danke. Und dann schalte ich diesen synchron. Und ich habe das noch nie auf Deutsch gemacht. Also vielleicht können Sie mir dann helfen, wenn es ein paar Begriffe gibt oder so, die ich nicht verstehe. Oder. Wir wollten die Konferenz damit anfangen, irgendwas zu tun. An der Uni ist das so, wir haben gelernt, wenn man Professor ist, was ich nicht mehr bin, die Studenten kommen am ersten Tag rein, lehnen sich zurück, die Studentenzeitung ist auf, eine Wasserflasche auf dem Tisch, vielleicht wird auf dem Handy ein bisschen gesurft und man lehnt sich zurück und sagt, jetzt muss ich nur zuhören und Notizen machen. Das ist der Moment, wo der ganze Semester, der Tenor des ganzen Semesters festgelegt wird. Und wir haben gelernt zu sagen, so jetzt alles wegräumen, wir machen erstmal eine Übung. Also es gibt einen Kata-Kurs an der University of Michigan und die Studenten kommen rein und als erstes alles wegräumen und wir machen erstmal eine Übung. Und das setzt den Ton in dem, was man was tut. Und das möchte ich auch hier machen. Und zwar Kata im Klassenzimmer, wer kennt das schon? A few, ja, yeah, okay, cool. Wer hat es schon mal gemacht? Okay, die gleichen Leute, cool. ja, irgendwann merkt man, Ferdi, was wir eigentlich machen, wir versuchen in erwachsene Menschen eine Änderung zu erzeugen. Also eigentlich in uns selbst, ja,
ja nicht nur in andere, aber eine Änderung in Erwachsene. Soll angeblich möglich sein, richtig? Ja, er macht, ja, die Jury ist noch nicht, hat sich noch nicht entschieden. Irgendwann merkt man, dass wir als Erwachsene viele tief eingefahrene Denk- und Handlungsgewohnheiten haben. Natürlich kann man das ändern, Neuroplasticity, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist und so weiter. Aber irgendwann merkt man, junge Leute, Kinder, die haben noch nicht diese ganzen Gewohnheiten. Zum Beispiel, wenn man mit einer Gruppe von Geschäftsleuten spricht und dann sagt man, heute machen wir es so, aber hier ist eine neue Art und Weise, irgendwas zu tun, eine andere Art und Weise, irgendwas zu tun. Und alle im Raum fangen an zu nicken, ja stimmt, so handeln wir, aber so möchten wir eigentlich handeln. Dann machen Sie mal mit jungen Leuten und fangen genauso an, ja, normalerweise handeln wir so und die Kinder gucken einen an, wovon spricht er? Die wissen gar nicht, die haben noch nicht diese neurologische Bahn, das ist wirklich toll. Und so haben wir angefangen, diese Übung für Lehrer, wir sagen auf Englisch K through 12, also bis zum 12. Schuljahr, die Schule ist das, sagt man auf Deutsch, die Schule, ne? Also Kindergarten all the way up to, bis zum Gymnasium hin. Und das sind die Fotos oben, das haben wir entwickelt für Lehrer, das sollte eine Stunde dauern, nicht mehr als, muss also in eine Unterrichtsstunde hereinpassen. Die Lehrerin bzw. die Lehrkraft muss darauf aufbauen können. Es sind nur die Grundsätze von der Verbesserungskata, mehr nicht. Es soll sehr interaktiv sein. Und das haben wir, das war ziemlich erfolgreich. Also es wird in den USA von also Hunderte, wenn nicht Tausende von Lehrkräften benutzt. In Italien sind es, glaube ich, 1000. Schweden und in Deutschland wird es auch benutzt. Und ich glaube, da ist auch die Webseite, Konstantin. Das ist auf der Kata School Webseite. Wenn Sie also Kata im Klassenzimmer googeln, kommen Sie auf die Unterlagen, die Sie brauchen, um diese Übung durchzuführen. Dann kam irgendwann eine Person auf mich zu und sagte, Mike, hast du irgendwas, womit wir unsere Mannschaft, unsere Teams, die Verbesserungskata einfach mal to introduce, vorstellen können? Allerdings, unsere Leute, die sitzen nicht so gerne still. Eine Stunde, zwei Stunden PowerPoint, das ist nicht so der Renner bei uns. Hast du irgendwas Interaktives? Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich nicht. Wir haben diese Kata im Klassenzimmerübung, die Fotos oben. Aber das ist eigentlich für Kinder gedacht. Ich weiß nicht, ob es passt. Lange Rede, kurzer Sinn, die Erwachsene finden es genauso toll. Es ist auch oft so, man kann die Erwachsene gar nicht zum Aufhören bringen, stoppen. So wie der Gerd gerade versucht hat, sie von ihrer Diskussion zu stoppen. Ja, das ist das Gleiche. Das heißt, es wird jetzt mittlerweile, und das sind jetzt die unteren Fotos, in vielen, vielen Unternehmen genutzt, um einfach die vier Schritte der Verbesserungskata vorzustellen. Und das möchten wir jetzt mit Ihnen teilen. Einmal, dass wir, wie gesagt, eine Übung machen, mit einer Übung beginnen. Aber andererseits, wir möchten Ihnen das mitgeben, das können Sie selber benutzen, wenn Sie möchten. Es ist sehr einfach. Wenn Sie einmal mitgemacht haben, dann können Sie es auch selber machen. Und die PowerPoint-Datei hat sogar die Anweisungen, wenn Sie es in Presenter-View stellen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Präsentansicht? Referentenansicht, danke schön. Dann sind da auch Hinweise, was man für jede Folie sagen soll. Also Sie brauchen es eigentlich nur abzulesen. Wir haben einen Spruch in Detroit, es ist die Motor City Autos. Wenn Sie einen Motor auseinandernehmen, nicht schlafen, bevor Sie es wieder zusammensetzen. Ja? Sonst haben Sie Teile übrig, ja? Das Gedächtnis ist nicht so gut. Und das ist auch meine Empfehlung mit dieser Übung, machen Sie es nächste Woche. Sie haben einen Puzzle zumindest, Sie brauchen so zwei, drei Puzzles. Es funktioniert am besten mit drei oder mehr Teams. Hier haben wir 20 Teams. Machen Sie es nächste Woche oder übernächste Woche. Warten Sie nicht lange. Wenn Sie es einmal gemacht haben, so genau wie es vorgeschrieben ist, wenn Sie es einmal gemacht haben, dann haben Sie es drin. Und dann haben Sie es in Ihrem Aktenkoffer sozusagen. Dann können Sie es immer wieder nutzen. Das ist der Gedanke. Kata im Klassenzimmer, so sieht der Foliensatz dann aus. Jetzt, wie gesagt, ich muss jetzt beide Rechner schalten. Da sind... Okay, aber der muss dann schalten. Können wir? Ah, danke. So, da sind einige Instructions, Anweisungen, wie das geht. Ja, da springe ich jetzt mal drüber. Und, oh Mann,
Also wenn ich beide Rechner machen muss und der nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Ach so, warte mal. Sorry. Oh Gott. Das ist der. So, okay. Das sind die Instructions. So. Als erstes brauchen wir Sie in Teams von 3, 4 oder 5 Personen. Sitzt irgendjemand an einem Tisch, der weniger als 3 oder mehr als 5 Personen hat? Nee? Gut. Gut, alle sitzen richtig. Okay, dann mache ich das einfach mal so, wie Sie es selber machen könnte. Und wie gesagt, ich versuche das auf Deutsch zu machen. So, heute üben wir eine Kata. Weiß irgendjemand, was eine Kata ist? Was ist eine Kata? Ja, zum Beispiel. Ja, was ist eine Kata? Wer hat Erfahrung? Ja. Eine Lehrroutine? Okay, gut. Noch jemand? Eine Haltung und ein Mindset? Okay. Oder es erzeugt eine Haltung und Mindset? Ja, diese Lehrroutine bzw. Übungsroutine? Okay. Sonst jemand? Was ist eine Kata? Okay, danke. Eine genau festgelegte Abfolge von Schritten. Eine Routine, die man übt immer wieder, so wie Sie sagten, ja, um eine Haltung, ja, und Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, genau. Warum übt man diese genaue Routine aus? Was ist der Zweck von einer Kata? Warum macht man das? Damit man eine neue Fähigkeit entwickeln kann. Okay, und Sie? Okay, das heißt, wenn man irgendwas länger übt, mit der richtigen Emotion verbunden, ja, man muss es wollen, irgendwann mal, wird es etwas automatisch. Ja. Heute schauen Sie nicht mehr auf den Bremspedal, wenn Sie fahren, aber am ersten Tag, dann war das noch nicht so automatisch drin. Deswegen üben Sie auch im Parkplatz am ersten Tag und nicht auf der Bundesstraße. Okay. Und Sie sagten, eine genau vorgeschriebene oder so, übt man diese Routine immer, so wie sie genau vorgeschrieben ist, oder ist das, was meinen Sie? Genau vorgeschrieben, wir üben es, um eine neue Fähigkeit zu erwerben und wir üben es, um diese Fähigkeit automatisch zu machen. Ich ticke jetzt einfach so. Übt man für immer und ewig diese genau bestimmte Abfolge oder nicht? Was meinen Sie? Du musst das gar nicht mehr üben, sozusagen mit Kupplung zu fahren. Ja. Deswegen denke ich, dass das sich immer wieder weiterentwickelt. Okay. Okay. Übrigens, wir sagen jetzt ein paar Sachen hier, die passen dann nicht so sehr ins Klassenzimmer, aber wir haben ja eine Business Audience hier. Auch andere Gedanken dazu. Übt man diese genau festgelegte Reihenfolge für immer und ewig? Oder? Ja. Ja, ja. Ja, genau, durch das Machen. In der Musik spielt man Tonleitern. Spielen Sie immer und ewig Tonleitern? Nein, irgendwann machen Sie Musik, ja. Bitte? Die Routine ist zielgerichtet. Die Routine ist zielgerichtet, was meinen Sie damit? Genau, und wenn Sie die Tonleiter geübt haben, dann haben Sie, irgendwann kennen Sie auf Englisch the fingering, wie man das Instrument handhabt, wie man die Noten spielt, ja. Und so langsam kann man den eigenen Stil entwickeln, ja. Jede Team, jede Organisation kann den eigenen Stil entwickeln. Da sehen wir übrigens, das ist jetzt auch nicht Teil von der Übung, aber ich glaube, das sind Punkte, die sind vielleicht nicht uninteressant für den Start von der Kata Convention. Wir sehen da 2 Fehler. Der eine Fehler ist, dass man keine Lust hat, diese strukturierte Übungen zu machen. Nein, ich bin ja schon lange Manager, ich muss das nicht. Dann ist da so eine 5-Fragen-Karte, wieso soll ich die fragen? Oder man variiert am Anfang. Ich glaube, wir wollen alle ziemlich schnell Experte sein. Wir wollen alle ziemlich schnell Jazz-Musician sein. Wir wollen schnell Jazz spielen. Aber was wir sehen, egal ob jetzt
eine wissenschaftliche Denkweise, darum geht es mit Verbesserungskata, oder ein Musikinstrument oder eine Sportart. Die Personen, die nicht bereit sind, am Anfang eine strukturierte Übung mit dem Coach zusammen zu machen, ich weiß nicht wie lange, Wochen, Monate, die nicht bereit sind, das zu tun, sind meistens auf ewig Anfänger. Sie kommen nie weiter. Sie wollen zu schnell Experte sein. Das ist der eine Fehler. Ich habe keine Lust, diese strukturierte Übung zu machen. Lass mich doch einfach. Wobei ich sagen kann, wenn Sie mit Manager und so weiter arbeiten, die Manager wollen nicht gerne Anfänger sein. Sie sind ja schon Manager oder Führungskräfte. Sie können also gerne sagen, Sie sind nur Anfänger in diesem kleinen Bereich. Ja, Sie sind immer noch der Manager mit 10, 15, 20 Jahre Erfahrung. Es ist nur für diese kleine Fähigkeit, da sind Sie Anfänger. Ja, also bitte keine Panik. Also das ist der eine Fehler. Ich will die strukturierte Übungen nicht machen. Und was wäre der zweite Fehler? Können Sie sich vorstellen? Ich mache immer und ewig die strukturierte Übungen. Und es ist schade, wenn man eine Firma besucht oder ein Team besucht und sind anderthalb Jahre, zwei Jahre verlaufen und es ist noch, wie sagt man auf der Stur, stracks die Karte, alles genau wie es vor anderthalb Jahren war. Das heißt, sie sind immer noch bei der sogenannten Starter-Kata. Wir haben den Begriff umbenannt. Am Anfang hieß es einfach Kata. Übungsroutine. Und wir merkten, viele Leute neigen dazu, die machen Poster und die Kata hängt dann an der Wand und das ist unsere, so handeln wir. Und entwickeln sich nicht weiter, entwickeln nicht ihre eigene Art und Weise. Und so haben wir den Begriff umbenannt auf Starter-Kata. Und das ist wirklich nur der Start. Ralf Winkler hat mal diese Bewegung gemacht, wenn Sie den Rasenmäher versuchen zu starten, das ist die Starter-Kata. Den Rasen mähen und so, das ist dann Ihre Fähigkeit, die Sie entwickeln, oder eine wissenschaftliche Denkweise. Heute, da ist es, eine Kata ist eine Routine, die du einübst. Ah, da ist der Bildschirm, dann rücken wir den mal. Ich weiß, ist interessant, ne? In aller Welt gibt es die Dinger noch, keiner benutzt die mehr. Vielleicht in Deutschland doch, ich weiß nicht. So, eine Kata ist eine Routine, die du einübst, damit dieses Muster oder das Muster der Kata eine Gewohnheit wird und dir neue Fähigkeiten verleiht. Heute üben wir das Muster der Verbesserungskata. Es ist eine wissenschaftliche Routine, die du verwenden kannst, um schwere oder schwierige Ziele, Herausforderungen zu erreichen. Und die Verbesserungskata ist auf den Postern an den Wänden zu sehen. Jetzt ist mein Bildschirm weg. Nee, da ist er wieder. Okay, und die Verbesserungskata sieht so aus, das sind vier Schritte. Ich werde morgen darüber sprechen, wo das herkommt. Das stammt aus einer Forschung über Toyotas Management System. Dieses Bild gibt es nicht bei Toyota. Wenn man forscht, macht man ein Modell, um das, was man, das Phänomen, sagen wir mal, das man untersucht und anfängt zu verstehen, macht man ein Modell, um das darzustellen. Die einzelne verschiedene Toyota-Manager handeln in etwa so. Jeder hat seinen eigenen Stil, wie ich gerade sagte, aber unterm Strich, wenn man länger guckt, tendieren sie so zu handeln. Das heißt, der erste Schritt, verstehe die Richtung oder die Herausforderung. Es gibt eine große Herausforderung, irgendein großes Ziel. Das ist hier oben rechts, 3, 6 Monate in der Zukunft, bis zu 3 Jahre in der Zukunft, irgendein großes Ziel. Der zweite Schritt ist dann, erfasse den Ist-Zustand, wo sind wir heute in unserem Team? Toyota verbringt sehr viel Zeit damit, wo sind wir heute? Der dritte Schritt ist dann, einen nächsten Zielzustand zu erstellen. Das ist ein viel näheres Ziel, 2, 3, 4 Wochen höchstens in der Zukunft, auf dem Weg zu der Herausforderung hin. Und der vierte Schritt ist, jetzt experimentieren wir, um dorthin zu kommen, wo wir als nächstes sein wollen. Also vom Ist-Zustand zum nächsten Zielzustand. Das machen wir durch Experimentieren. Diese 4 Schritte mehr oder weniger beschreiben oder stellen dar, wie Toyota-Leute vorgehen in etwa. Einige Kernpunkte dazu. Du musst nicht auf Anhieb die Herausforderung meistern. Wir wollen es natürlich wissen, wenn eine Herausforderung auf den Tisch gelegt wird, dann sagt ihr, ja, wie sollen wir das denn machen? Wir müssen schnell einen Plan machen. Wir müssen am Anfang Gesundheit nicht wissen, wie wir da hinkommen. Apropos Plan, das ist jetzt auch nicht für die Schüler.
Ich weiß nicht, ob Sie es mal gemerkt haben, wenn wir unten links stehen, hier stehen wir am Anfang und hier machen wir den Plan. Toyota macht auch Pläne, aber sie hat irgendwie die Eigenschaft, die Toyota-Manager haben irgendwie die Eigenschaft, einen Plan als eine Hypothese zu betrachten, nicht als eine festgelegte Sache. So, wir stehen hier, machen den Plan. Das ist der Zeitpunkt des Maximum Uncertainty. Hier, während wir hier stehen, es ist der Zeitpunkt der maximale Ungewissheit darüber, wie diese Reise verlaufen wird. Wir werden nie wieder so viel Ungewissheit haben. Wenn wir hier stehen, wissen wir schon mehr. Wenn wir hier stehen, wissen wir noch mehr. Aber wir machen den Plan hier, dort, wo es am ungewissesten ist. Lassen Sie das mal über die zwei Tage einsickern. Ja, da machen wir den Plan, aber da wissen wir am wenigsten. Auch nicht für die Schüler. So, zweiter Punkt, der Weg ist nicht vorhersehbar und auch nicht geradelinig. Das ist auch für die Schüler ganz interessant zu sagen, manchmal wird es schlechter, bevor es besser wird, das ist ganz normal. Das werden Sie auch vielleicht erleben. Und der dritte Punkt, Sie experimentieren, um das nächste, um den Zielzustand zu erreichen. Das ist ein Teil davon, dass das Ganze wissenschaftlich macht. Für diese Übung bauen wir dieses Puzzle mit 15 Teilen und wiederholt. Und Sie, wir messen, wie lange es dauert und wir versuchen es etwas schneller zu machen, beziehungsweise Sie in Ihrem Team. So, ja. Könnte jedes Team ein Puzzle aus der Tüte rausnehmen, aus dem Envelope rausnehmen und Sie müssen die Kunststofffolie abmachen. Darf ich einen Tipp geben? Die Kunststofffolie, das dauert normalerweise eine halbe Stunde, die abzumachen. Einfach sehr fest drauf schieben und dann zerreißt die Folie. Ja. Die erste Übung. Genau, bisschen Platz schaffen. Okay, studiere das Bild mal, dann nehme das Puzzle auseinander, tu den Rahmen wieder in den Umschlag herein. Wir werden die Übung ohne den Rahmen machen und baue das Puzzle einmal gemeinsam zusammen. Go ahead and build the puzzle one time. Ja, das, sorry. Wenn Sie bauen Sie es ruhig einmal stehen, auf. Macht es ja nicht viel Sinn. Dann mach mal eins hier und das andere mach mal. Ja, genau. Ich würde es einfach da irgendwo stehen lassen. Passt schon. Schon gebaut? Schon gebaut? Haben Sie es schon einmal gebaut, das Puzzle? Legen Sie es einmal zusammen, dann haben Sie es. Ach so. Das ist gut. Wir haben gebaut, die okay. Bauen noch. Super. Erinnert ihr an Da wird noch gebaut. Ne? Schon fertig. Super. Wird noch ein bisschen gebaut. Gleich haben wir es. Das ist schon die erste Verbesserung. Okay, danke. Jetzt müssen wir drei Dinge tun. Sie brauchen einen Teamnamen. Bitte nehmen Sie 10 Sekunden und come up with a team name for your team, please.
Was habt ihr für einen Teamnamen? ABC. ABC, okay. Basic, very good. Teamname? Cutterfighter. Cutterfighter, wow. Oh. Wie ist Ihr Teamname? Chaoten. Chaoten, okay. Mal gucken. Und wie ist euer Teamname? Flow? Okay. Gerd, habt ihr einen Teamnamen? Ah, Gerd hört nicht zu. Teamnamen. Was habt ihr? Irgendwas mit Leipzig. Die Kaffeepause ist da draußen. Leipzig Puzzle. Okay, im Vorraum, wo der Check-in Motive, war. Okay. Sie brauchen auch ein, das ist ein komisches Wort, Protokolleur. Darf ich die Hand sehen von dem Protokolleur? Sie müssen nur ein Formular ausfüllen, mehr nicht. Hände von den Protokolleuren. Ist das ein Wort? Ja? Okay, danke. Und es gibt noch eine Rolle, meine Damen und Herren, ein Zeitstopper. Und das ist eine Person, die ein Smartphone hat mit der Stoppuhrfunktion und weiß, wie es geht. Darf ich die Hände von den Zeitstoppern sehen? Danke. Haben Sie einen Zeitstopper? Sie haben einen Zeitstopper? Okay. Cool. All right. Das sind die Grundregeln für heute. 3 Stück. Wir haben eine sogenannte Startposition. Wenn ich sage, please get into starting position, ich erlaube immer mal ein bisschen Englisch, das tut gut. Eine Startposition, das heißt, das sieht dann so aus, wie die junge Dame hier in einer Schule natürlich vorzeigt. Die Puzzleteile sind zufällig gemischt. Ja? It's an honor system. Ne? Vertrauen, ja? Sie mischen. Die Puzzleteile liegen mit dem Gesicht nach unten in einem Turm gestapelt, so wie hier. Hände sind flach auf dem Tisch, nicht reden, dann kann es losgehen. Das, wenn ich sage, get into starting position, das ist, was Sie tun. Und wenn es leise wird, dann weiß ich, Sie sind bereit. So, zweite Grundregel, alle Teams starten gleichzeitig. Ich rufe Start. Sie bauen, Sie stoppen Ihre eigene Zeit. Natürlich können Sie während des Bauens auch reden. Der Workshop geht bis 11. Und die dritte Grundregel, es ist eine Bombenidee, die Teile hinten 1 bis 15 zu nummerieren und Ihre Zeiten werden mit Sicherheit weniger, aber dann können wir das Puzzle bzw. Sie das Puzzle nicht mehr benutzen. Also bitte nicht auf dem Puzzle schreiben. Lass uns mal zwei Grundzeiten holen. Gehen Sie bitte in die Startposition. Please get into starting position. Okay. Ready? Okay, Timekeepers, Zeitstopper, Start. Do you have a Timekeeper? Ja, wollen Sie? Ach so. Und dann bitte Protokolleure die Zeit in Spalte A notieren, auf der Seite des Formulars. Das Formular müsste eigentlich in dem Umschlag mit drin sein. Jeder sollte so ein Formular haben. Okay, Zeiten notiert. Bitte gehen Sie nochmal in die Startposition. Startposition bitte. Das ist das hier. Wollt ihr nicht mitmachen? Ah, ja, ja, es geht nicht. Okay. Starting position. Okay. Timekeepers. Zeitstopper. Start. Okay, und die zweite Zeit dann in Spalte B notieren, bitte, die Protokolleure. Ah, okay.
Alright, jetzt können wir die vier Schritte der Verbesserungskata machen. Es ist kein Test, das heißt, wir haben Poster an den Wänden, Sie haben auch Karten in dem Umschlag drin, wo die Verbesserungskata abgebildet ist. Was ist der erste Schritt der Verbesserungskata? Wie ist der erste Schritt? Was ist der erste Schritt? What's the first step? Die Herausforderung oder die Richtung? Die Richtung, das ist eigentlich sehr wichtig. Okay, gut. So, die Richtung bzw. Herausforderung für dieses Puzzle ist, das Puzzle in 15 Sekunden zu bauen. Das ist nicht das Ziel für heute, das ist das langfristige Ziel, da wollen wir hin. Okay, einige Punkte oder Kernpunkte zur Herausforderung. Wir haben es oft mit Herausforderungen im Alltag zu tun. Kein Grund, sich zu sorgen. Sie sehen, das ist für die Schule ein bisschen gut geeignet. Hey, if you guys could not talk while I'm talking, that would be really helpful. Thank you. Es ist kein Grund, sich zu sorgen. Es ist auch sogar so, dass eine Herausforderung oft eine nützliche Hinweise gibt, was die Richtung ist. Denn ohne dessen wissen wir nicht, wie wir verbessern, in welche Richtung wir gehen sollen. Und für die Business Audience ist es vielleicht auch interessant, die Herausforderung ist nicht irgendwas, was wir normalerweise wählen können. Sie kommt von einer strategischen Bestimmung, strategic plan. Sie kommt von den Kunden zum Beispiel. Ja? Das kommt von oben, wird uns gegeben, gibt uns eine gewisse Richtung vor. Okay, was ist der zweite Schritt der Verbesserungskata? Ist-Zustand zu verstehen. Wir haben die Richtung, wir wissen, was die Herausforderung ist, wir wissen noch nicht, wie wir da hinkommen. Jetzt geht es darum zu verstehen, wo befinden wir uns jetzt. Lass mich ein paar Teams fragen, was war Ihre letzte Baseline-Time? Wie heißt es? Ausgangszeit? 26. Und bei Ihnen? 25. Bei Ihnen? 35. Ferdi, deine Gruppe? 34, okay, hier? 20, wow! Oh. Und nehmen wir noch eine. Wie war es bei Ihnen? 37, okay. Einige Kernpunkte zum Erfassen des Ist-Zustands. Es ist wichtig zu verstehen, wo du dich gerade befindest, bevor man das nächste Ziel setzt. Sehen Sie, verschiedene Teams haben verschiedene Ausgangspunkte. Man kann also die gleiche Herausforderung haben, aber jedes Team wird nicht den gleichen nächsten Zielzustand haben. Ja? Der Zielzustand kommt aus den Teams. Die Herausforderung kommt von den Kunden oder von der Strategy. Das heißt, wir wollen nicht Ziele zufällig, grab them out of the air. Ja, sie müssen für das Team sinnvoll sein, wie soll man sagen, meaningful für das Team sein. Es ist auch so, wenn Sie eine Herausforderung in einer Organisation haben, werden viele verschiedene Bereiche Zielzustände haben, die auf die Herausforderung führen, aber das sind alles sehr diverse Bereiche, der Einkauf, die Produktion, Marketing und so weiter, haben alles verschiedene Ziele. Und Sie alle müssen erstmal verstehen, wo sind wir und dann, wo wollen wir als nächstes sein. Okay. Was ist der dritte Schritt der Verbesserungskata? Dritter Schritt. Wir haben eine Herausforderung, eine Richtung. Wir wissen, wo wir sind. Was machen wir als nächstes? Zielzustand. Wo wollen wir als nächstes sein? In 1, 2, 3 Wochen. Okay. Bestimme den nächsten Zielzustand. Kernpunkte. Man kann eine große Herausforderung zerkleinern, indem man dann sagt, okay, wo wollen wir nur als nächstes sein? Und dann geht man Schritt für Schritt an die Herausforderung heran. Wie Sie sehen, es gibt mehrere Zielzustände, bevor man zu der Herausforderung kommt. Setze einen Zielzustand auf den Weg dorthin. Wenn du das erreichst, kannst du weitersehen. Das heißt, wir neigen dazu, alle Zielzustände im Voraus erstellen zu wollen. Ja? Aber da haben wir wieder dieses Problem, dass wenn wir hier hinten stehen, wir nicht sehr viel wissen. Wir können wohl einen Plan machen, wie wir glauben, da hinkommen zu können. Aber das ist wirklich nur eine Hypothese. Und die Vorgehensweise, die wir bei Toyota gesehen haben, ist, wir stehen hier. Das ist so ein bisschen, wenn man eine Taschenlampe hat, die scheint aber nur so weit ins Dunkle hinein. Ja? Wie können wir weitersehen?
Einen Schritt nehmen, ja? Okay, wir nehmen einen Schritt. Aha, dann beleuchtet die Taschenlampe Sachen, die wir hier hinten bei der Planung noch nicht gesehen haben. Das heißt, wenn Sie am nächsten Zielzustand ankommen, wissen Sie sehr viel mehr über Ihren Prozess. Wissen Sie sehr viel mehr darüber, woran Sie arbeiten. Und dann erstellen Sie den nächsten Zielzustand. Und das wiederholt sich so und so und so. Das ist etwas ungewöhnlich. Aber was ist Ihr erster? Ich spiele nicht Golf, aber spielt jemand Golf? Golfen? Nobody. Wow. Okay. Das wäre, wenn Sie ein, in Golf sagt man Par 3, wie heißt das auf Deutsch? Par 3? Oh, schön. Sie können wohl hier eine Idee haben, wie Sie zu dem Loch hinkommen wollen, aber der zweite Anschlag, sagt man? Bitte? Abschlag, dankeschön. Der zweite Abschlag hängt ja davon ab, wie der erste gelaufen ist. Ja, wenn Sie sich stur daran halten, nein, ich habe meine drei Abschläge geplant und ich werde nur so handeln, kommen Sie ja nie ans Loch. Und das ist ähnlich, wie Toyota handelt mit der Verbesserungskarte. Interessant. Also wie gesagt, Sie können einen Plan machen, aber das ist dann nicht das Ende der Sache. Interessante, adaptive Art und Weise. So, lass Sie den nächsten Zielzustand bestimmen. Wir können, ich glaube, 4 Runden von Experimentieren machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nach 4 Experimenten, wie weit möchten Sie sein? Was ist der Zielzustand? Was ist Ihr Zielzustand für heute? Bitte nehmen Sie 90 Sekunden, das zu diskutieren. Okay, das ist die Zeit. Einige Fragen an Ihnen. Oh boy. Was war eure letzte Baseline-Time, Ausgangszeit? 20. Und was ist der Zielzustand für heute? 17. Okay. Und was war Ihre letzte Ausgangszeit und welche Zeit möchten Sie heute als Zielzustand haben? 35? 35 auf 15. Okay, okay. Last baseline time bei Ihnen? 25. Und wohin? 19. Okay. Letzte? 26 auf 20. Okay. Und hier? 37 auf 30. Okay. Bitte? Nach 4 Runden. Ja. Ja, wo wollen Sie nach 4 Experimente hin? Da wollten wir bei 18. 18, okay. Was war der Ausgangspunkt? 37 auf 18, okay. So, ist interessant. Können wir bitte eine Diskussion führen? Sonst funktioniert das nicht. Ich kann warten. Ich habe Zeit. Um,
Was üben wir hier? Was wird hier geübt? Es geht nicht um das Puzzle. Ja? Überlegen Sie mal, Sie sind Manager. Es geht nicht um das Puzzle. Es geht um eine Arbeitsweise einzuüben. Ja? Überlege mal. So, was ist die, das ist jetzt auch nicht für die Schule, aber wir haben ja eine Business Audience hier. Was in diesem System, das wir in diese zwei Tage besprechen, und das System ist nicht für alle Unternehmen gedacht. Es gibt verschiedene Art und Weisen, ein Unternehmen zu führen, beziehungsweise ein Team zu führen oder zu managen. Aber in diesem System, wovon jetzt über 30 Jahre geredet wird, Toyota Management System, Toyota Produktionssystem, was ist die Aufgabe des Managers in diesem System? Die Nummer eins Aufgabe des Managers. Coachen, aber ja, okay, ein bisschen mehr. Warum coacht man? Ja? Also Mitarbeiter befähigen. Ja? Sie selbst können die Probleme nicht lösen. Viele Manager sagen uns, jeden Morgen steht an meiner Tür eine Schlange, jeder hat Probleme und ich muss diese Probleme irgendwie lösen. Das ist bei Toyota etwas anders. Ja? Das Thema bei Toyota ist, wie im Sport, der Coach bzw. der Manager kann im Spiel nicht spielen, wird aber daran gemessen, wie gut das Team spielt. Ja? Und das schafft eine Verbindung, eine Abhängigkeit zwischen dem Manager und dem Team. Ja? Der Manager muss sich auf das Team verlassen können, und das Team muss sich auf den Manager verlassen können, dass der Manager dem Team beibringt, eine gute Art und Weise, wie ich Herausforderungen meistern kann. Denn es geht ja heute immer mehr darum, adaptiv zu sein und neue Wege zu finden. Ja, nicht nur KVP, sondern wirklich, wir müssen strategische, herausfordernde strategische Ziele erreichen. Darum geht es eigentlich. Deswegen ist das Thema eigentlich nicht das Puzzle. Und wir sagen Lehrkräfte oft, wenn sie die Übung nochmal machen, nehmen sie was anderes. Nehmen sie Lego oder Papierflugzeuge falten oder irgend sowas. Ja? Aber benutzen sie die gleiche Routine wie die Verbesserungskata. Oder auch welche Routine sie benutzen wollen, das ist ja im Grunde genommen egal. Solange es eine wissenschaftliche Routine ist. Und so langsam können die Schüler erkennen, aha, wir machen was anderes, aber wir benutzen jetzt diese gleiche Denkweise. Das Interessante bei jungen Leuten ist, wir wissen nicht, was sie in 10, 20, 30, 40 Jahren, was sie begegnen werden. Und wir werden auch nicht da sein. Und wenn wir unsere Lösungen von heute den jungen Leuten geben, wie ich kann dir zeigen, wie du ein Puzzle in 17 Sekunden zusammenbaust, ja, das wäre aber, oder ich kann ihnen Kanban zeigen oder U-Zellen, oder solche Sachen. Diese Lösungen werden vielleicht gar nicht passen. Und das Beste, was wir tun können für junge Leute, eigentlich für unsere Teams, ist dem einen Weg zu zeigen, wie sie Lösungen entwickeln können. Und darum geht es hier. So, einige Teams haben jetzt 15, sind noch weit von 15. Wenn sie 20 haben und sie 15 schaffen wollen, naja, es ist ja schon nah dran, ne? Ist möglich. Es ist eine traditionelle Managementart zu sagen, komm, das schaffen wir, ja. Und jeder klopft sich auf den Schultern und sagt, komm, komm, gemeinsam schaffen wir das. Diese Art wird es nicht mehr bringen. Diese Art wird die Herausforderungen der Zukunft nicht erreichen können. Denn wir kennen den Weg noch nicht. Und den Weg müssen wir finden, den Weg müssen wir entwickeln. Und es ist schwierig und es ist alles Neuland. Und diese, hey, das schaffen wir, das kriegen wir. Wenn Sie ein Team haben, und gut, der Coach ist der Manager, denn das Coaching muss jeden Tag stattfinden. Ja? Also per Definition ist der Manager der Coach. Okay. Das heißt, plötzlich haben wir eine, wie sagt man, vorgesetzte Employee-Employer Relationship. Wie sagt man das auf Deutsch? Bitte? Mitarbeiter. Ja, diese Beziehung, ja. So, und der Zielzustand kommt von den Lerner bzw. von den Mitarbeitern. Wenn Sie sagen, Sie sind mein Chef und sagen, Mike, wir haben diese Herausforderung, 15 Sekunden, mach mir einen Vorschlag, Mike, was möchtest du als nächsten Zielzustand anpeilen, anarbeiten, ja. Aber er ist mein Chef, ja, und dann sage ich, oh Gott, ich will, 15,
Vielleicht bin ich noch der Sache weit entfernt. Ja? Und ich sage, weil ich meinen Chef imponieren will oder was weiß ich, wegen dieser Beziehung sage ich 15. Ja? So, was ist seine Aufgabe in diesem Fall? Erste. Ja. Ja, aber nochmal zurückdrehen. Was ist die Aufgabe von diesem Manager mir gegenüber? Bitte? Korrigieren, einzugreifen und um meine Fähigkeit aufzubauen. Ja? Und auf Englisch sagen wir Self-Efficacy, also bei Anfänger jetzt, wenn Sie einen Anfänger haben. Self-Efficacy, das ist so ähnlich wie Selbstbewusstsein, aber nicht ganz. Ist ein bisschen anders. Ist das ein Begriff, Self-Efficacy? Selbstwirksamkeit, sagt man auf Deutsch vielleicht, ja, will er in mir aufbauen, damit er mir dann größere Herausforderungen geben kann. So, wenn er sagt, oh ja, Mike will 15 erreichen, ja, und er weiß, ich schaffe das nicht, aber er lässt das stehen und wir kommen an dem Termin für den Zielzustand an und ich bin der Sache als Anfänger weit entfernt, ja, was passiert mit meinem Selbstbewusstsein? Ich wusste, ich schaffe das nicht. Ja. Nee, ich kann das nicht. Also Fähigkeit nicht erhöht. Andererseits, auf Englisch gibt es einen Begriff Sandbagging. Ne, man macht ganz leichte Ziele, die man schon locker erreichen kann. Ja. Ich bin bei 36, er fragt mich, wo möchtest du als nächstes hin? Ja, 34. Ja. Und wenn er das stehen lässt und wir kommen an dem Zielzustandstermin an, dann sage ich, ja, ich wusste schon, wie das geht, nicht, diese Cutter-Sache ist doch doof, ich verstehe das nicht. Auch keine Erhöhung des Selbstbewusstseins, der Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Ja? Er muss mich in diese gelbe Zone bringen, so wie Sie in etwa sagten, wo es herausfordernd ist, aber er muss sicherstellen, dass ich das Ziel ziemlich nahe komme. Ja? Darum geht es. Und wenn er ein Team aufbaut, das Herausforderungen meistern kann, ich glaube, Gerd wird darüber sprechen. Gerd, bist du im Raum? Ja. Das ist auch in unserem gemeinsamen Buch. Wenn er das Team diese Fähigkeit aufbauen kann, wir haben einen Eimer in der Abbildung, wo Herausforderung in die Teams hereingegeben wird, dann können die mehr machen, dann kann die Organisation weiter, schneller und weiter. Also das wollte ich nur sagen zum Zielzustand. Hurra, 15, wenn Sie 20 sind, dann liegt es an der Hand zu sagen 15, aber wenn Sie Mitte 20 oder 30 Sekunden haben und sagen 15, überlegen Sie mal, welche Management-Art Sie da gerade üben. So, zeichne euren Zielzustand mit einer Linie auf der anderen Seite vom Formular, wie es hier gezeigt wird. Eine Linie quer rüber für den Zielzustand. Für heute den Zielzustand. Und damit die Frage, was ist der vierte Schritt der Verbesserungskata? Was ist der vierte Schritt? Experimentieren, das ist der Schritt, der jeder machen will. Jetzt sind wir da und das ist ein Foto, so sehen Sie aus, sozusagen. Einige schnelle Kernpunkte zum Experimentieren. Wir wissen im Voraus nie genau, wie wir ein Ziel erreichen werden, ja? Obwohl wir es vielleicht zu wissen glauben, wir wissen es nie genau. Die Realität ist oft anders. Das heißt, wir müssen unsere Ideen testen. Eine gute Taktik, um eine Herausforderung zu erreichen oder einen herausfordernden Zielzustand, ist zu experimentieren. Sie probieren was aus, Sie lernen dazu und dann korrigieren Sie Ihren Weg, den Weg. Das ist das Navigieren. Ein Punkt, der aber dazu kommt, um wissenschaftlich zu handeln, müssen Sie aufschreiben, was Sie erwarten von dem Experiment und was tatsächlich passiert ist, damit Sie diese zwei Sachen vergleichen können. Ja. Wir experimentieren dann so, ich rufe Start, Sie bauen das Puzzle auf und dann stoppen Sie Ihre Zeit, wie vorhin, und dann können Sie anhand, was passiert ist, diskutieren, was Sie als nächstes testen wollen. Ich will aber auch, merken Sie vielleicht schon, diese Übung nimmt einige Abkürzungen, um in eine Unterrichtsstunde zu passen. Wie viele Datenpunkte sollte man eigentlich sammeln, um statistisch korrekt zu sein? Statistisch korrekt? Statistically? Bitte? 10 bis 30. Ne? Wir sammeln einen Datenpunkt und dann fangen wir schon an zu überlegen, was wir ändern können. Das ist natürlich nicht korrekt. Ja? Das ist eine Abkürzung für diese Übung. Wir erlauben auch, dass Sie mehr als ein Variable
nach den, auf einmal verändern. Ja? Was wir den Lehrern, den Lehrkräften sagen, ist, zeigen, ist, das sind so Punkte, wo sie aufbauen können. Sie können die Übung dann nochmal durchführen und sagen, so, jetzt lass uns heute darüber sprechen, wie sammelt man Daten, wie viele Daten brauchen wir. Ja? Pädagogisch gesehen ist es interessant, wenn wir versuchen, eine Übung reibungslos perfekt zu machen, ist der Lerneffekt nicht so groß, als wenn Sie eine Übung machen, die Fehler und Abkürzungen beinhaltet und am nächsten Tag sagen Sie so, was war nicht ganz richtig in der Übung? Wie viele Datenpunkte haben wir da? Sie haben einen Datenpunkt und machen schon eine Entscheidung. Ja? Und so baut man so langsam ein Wissen auf. Das ist pädagogisch um wesentlich besser als einfach PowerPoint ist alles korrekt rüberzutragen. Also ich will nur damit sagen, Sie können dann auf die Übung aufbauen. Schreibt die Ideen, die ihr testen wollt, auf das Formular und dann machen wir eine Reflexion. Das Formular wird so genutzt, hier oben schreiben Sie rein, was Sie als nächstes testen wollen, das ist das nächste Experiment. Dann ist hier die abgelaufene Zeit für das Experiment, genau wie vorhin. Und hier der kleine Kasten Veränderung, das ist plus minus Sekunden zur vorherigen Runde. Wenn Sie 4 Sekunden schneller geworden sind, dann machen Sie eine -4 da rein. Wenn Sie 10 Sekunden langsamer geworden sind, was auch vorkommt, machen Sie +10. Planen Sie jetzt bitte Ihr nächstes Experiment. Ich gebe Ihnen 90 Sekunden. Schreiben Sie auf in dem ersten Kasten, was Ihr Team als erstes testen möchte. Bitte? Ich weiß. Nicht hier, bitte. Danke. Sorry. Okay. Nur noch eins. Jeder sollte eine solche Karte haben. Bitte halten Sie die Karte einfach bereit. Wir werden dann nach jeder Experimentierrunde eine kurze Reflexion machen. Jetzt bitte in die Startposition für Ihr erstes Experiment. Startposition, das ist eine gute Idee. Startposition, Zeitstopper, Start. Zeit notieren und bitte das zweite Experiment besprechen und niederschreiben. Genau, Sie haben jetzt ein paar Minuten Zeit, das zu planen und dann da reinzuschreiben. Danke.
fange bitte an, Ihre Ideen für das zweite Experiment aufzuschreiben im zweiten Kasten. Möchtest du ein Coaching dann mal kurz? Ja? All right. Okay, es ist Zeit für Reflexion. Ich brauche ein Team, das das erste Experiment sowie das zweite Experiment notiert hat. Ein Team, das die Fragen beantwortet. Wer ist das? Ja, okay. In der ersten Instanz stelle ich die Fragen. Wenn Sie aufstehen würden und Sie würden Ihr Formular brauchen. Und alle anderen bitte einfach mit der eigenen Karte verfolgen. Please follow along with your own card. Okay, cool. Was ist dein Zielzustand? Unser Zielzustand ist, unter 25 Sekunden zu kommen. Also 25, ist die, wo, die Linie ist bei 25? Ja. Okay. Wo befindest du dich gerade? Nach dem ersten Experiment liegen wir bei 23. 23, okay. Ja. Und was wolltest du im letzten Schritt ausprobieren? Einfach den ersten Kasten vorlesen. Wir haben die Aufgaben verteilt im Sinn von, wer legt welche Puzzleteile und die Verantwortlichkeiten, wer die Puzzleteile umdreht und ausbreitet. Okay. Und was war das Ergebnis? Und das ist die Plus-Minus-Zahl in dem kleinen Kasten. Das war -12 Sekunden. -12, okay. Und jetzt kommt die schwierige Frage, insbesondere da wir nur einen Datenpunkt sammeln. Ja. Was hast du gelernt? Wir haben gelernt, dass unser Zielzustand eigentlich scheinbar doch zu realistisch war und noch weiter drunter hätte liegen können. Okay. Aber wir waren vorsichtig. Können wir nochmal austesten gleich. Ja. Und was ist dein nächstes Experiment? Das nächste Experiment ist, dass wir die Tischdecke vom Tisch weggemacht haben. Ah ja. Ja, da immer die Puzzleteile dran gehangen haben. Okay, gut. Das klingt wie ein Experiment. Dankeschön. Okay, bitte in die Startposition für die zweite Experimentierrunde. Startposition bitte. Okay, Zeitstopper, Start. Und dann bitte Ihr drittes Experiment diskutieren und planen. Thank you.
not sure if she's here. Okay, das ist die Runde. All right, ich brauche ein Team. Wir brauchen ein Team, das das letzte und das nächste experimentiert aufgeschrieben hat. Ein Team. Wer macht's? Sie lernen am meisten, ein Team, das das letzte Experiment notiert hat und das nächste geplante Experiment auch notiert hat. Ein Team, ja? Würden Sie Ihr Formular nehmen? Und jetzt brauchen wir irgendjemand, der die Fragen stellt, sozusagen ein Coaching macht. Wer möchte die Fragen stellen? Sie lernen am meisten. Ja? Okay, gerne. Und alle andere bitte nicht laut. Wir haben, glaube ich, nur ein Mikrofon. Haben wir noch ein zweites Handmikro? Ja. Okay. Ach, da hängt's. Danke. Und irgendwo ist hier ein, es brennt ein Licht. Hallo. Ja, okay. So, und alle andere folge mit eurer Karte. Ja. Hallo. Hallo. was ist dein heutiger Zielzustand? Unser Zielzustand ist 20 Sekunden. Und wo befindet ihr euch gerade? Bei dem zweiten Experiment befinden wir uns bei 25 Sekunden. Was wolltet ihr im letzten Schritt ausprobieren? Wir wollten im letzten Schritt ausprobieren, zwei legen den Rand und der dritte legt die drei Mittelteile rein in das Puzzle, wenn der Rand fertig ist. Das hat noch nicht ganz funktioniert. Was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, wir sind gleichbleibend bei 25 Sekunden blieben. Zum Vergleich Experiment davor. Genau. Okay, und was habt ihr aus dem Experiment gelernt? Was wir daraus gelernt haben, ist, dass zu viele Hände auf einmal am Puzzle sind. Obwohl weniger Leute das Puzzle zusammengesetzt haben? Drei Leute haben das Puzzle zusammengesetzt, aber es waren zu viele Hände übereinander, die sie gegenseitig blockiert haben. Okay. Genau. Und was ist jetzt euer nächstes Experiment? Unser nächster Experiment ist, wir haben ein Blatt Papier genommen, damit wir die Tischdecke nicht wegdecken müssen, und haben die Position des ganzen Puzzles markiert, sodass die Leute wissen, wo sie ihre Teile hinlegen müssen. Zwei weitere legen wieder den Rand. Also einer konzentriert sich jetzt auf Himmel, der andere auf die Erde. Und der dritte schnappt sich einfach die drei Teile, baut die schon vor und legt sie dann noch in die Mitte rein. Und wir hoffen somit auf 20 Sekunden zu kommen. Sie prognostizieren, ne? Ja. Okay. Klingt wie ein Experiment. Dankeschön. Ja. Die Karte, die wir hier benutzen, ist für das Klassenzimmer etwas vereinfacht. Konstantin, alle Teilnehmer bekommen die normale 5-Fragen-Karte. Ist das richtig? Die haben die ja in dem Buch innen drin, in dem Buchumschlag. Ach so, in dem Buchumschlag drin. Okay. Das ist sozusagen ein Mustermacher. Das ist eine kleine Starterkarte. Ja, die kann man überall verwenden, in Meetings und so weiter. Ja, man geht einfach diese Fragen durch. Wo wollen Sie hin als Team? Ja, an welche Herausforderung arbeiten Sie? Wo wollen Sie hin? Wo sind Sie jetzt?
Was ist das Hindernis, das Sie gerade beschäftigt? Ja, was war das letzte Experiment? Wie ist es ausgegangen? Was haben Sie gelernt? Was planen Sie demzufolge als nächstes Experiment? Aha, wie schnell können wir sehen, was wir aus diesem Experiment gelernt haben? Damit bringen Sie, und es hilft Ihnen, eine gewisse Denkweise Ihr Team beizubringen. Wie gesagt, die Karte ist etwas vereinfacht. Man arbeitet hier nicht mit Hindernissen, aber im Normalfall experimentiert man gegen Hindernisse. Gut, ein Zweck von einer solchen Starter-Cutter-Routine, die fünf Fragen, die Coaching-Cutter-Fragen, ist dieses Muster. Dieses Muster immer zu wiederholen und als Denkmuster zu haben. Und im Laufe der Zeit werden Sie als Coach weitere Fragen dazu bringen. Der Thilo Schwarz spricht gerne davon, also ergänzende Fragen. Sie entwickeln ihren eigenen Stil. Ja? Also das ist ein Grund, warum man die fünf Fragen stellt, bevor Sie jetzt in die Cutter Convention reingehen. Was ist aber noch ein Grund? Warum stellt der Coach diese, wie Sie sagten, strukturierte Fragen? Damit er selber zuhören kann. Was meinen Sie damit? Das ist gut, ja. Okay. Das sind sozusagen die Überschriften für den Anfängercoach, obwohl wir merken, Manager sagen uns, am Anfang war ich so darauf gezielt, nur die Fragen zu stellen, ich habe gar nicht gemerkt, dass da ein Lerner da stand. Ja? Später, wenn die verinnerlicht sind, dann weiß man, wo das Bremspedal ist, dann denkt man nicht mehr an die Bremse, dann kann man Auto fahren. Ja? Aber gut, finde ich interessant. Es gibt noch einen Grund. Warum stellen wir diese Fragen? Ja, um das Muster einzuprägen, um dem Coach eine Unterstützung zu geben. Ja. Damit der Mentee, der Lerner und der Coach sich daran gewöhnen kann. Aber das ist wieder das Muster. So, wenn ein Sportcoach ein strukturiertes, haben Sie es gesagt, irgendjemand, ein Feedback geben will, ja, damit der Lerner richtig übt. Sonst üben wir das Falsche. Und auf Englisch sagt man, practice makes permanent. Ja, also das, was Sie üben, da bauen sie die Bahnen auf. Ja? So, wenn ein Coach ein Feedback geben will, was sagt der Coach zuerst? Oder was macht der Coach? Was tut der Coach, um ein Feedback geben zu können? Beobachten. Ja? Zum Beispiel, Coach sagt vielleicht, wirf den Ball mal. Ja? Schlag ein paar Mal. Ja? Kicke. Lass mal sehen, was du da machst. Ja? Oder ich habe dich im Spiel beobachtet. Irgend sowas. Okay. Ein Musiklehrer. Was sagt ein Musiklehrer, bevor er oder sie ein Feedback gibt? Spiel mal ein bisschen. Dann kann ich sehen. Und dann kann ich sehen, was du richtig übst und was du vielleicht nicht ganz richtig übst. An der Stelle kann ich dann das Feedback erteilen, damit du richtig übst, damit du diese Fähigkeit auch entwickelst. Okay, aber unser Thema ist nicht Sport. Unser Thema ist nicht Musik. Unser Thema ist eine wissenschaftliche Denkweise. Ja, Toyota will unbedingt, dass ihre Mitarbeiter nicht sagen, sie wissen es, wenn sie es nicht wissen. Wir neigen sehr stark dazu als Menschen, das werden wir morgen auch noch diskutieren, sehr stark dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen. Wir glauben sehr fest dran, wir wissen es aber noch nicht. Toyota arbeitet sehr hart daran, dass die Mitarbeiter sagen, wenn sie es nicht wissen, dass sie sagen, ich weiß es nicht. Ich dachte übrigens, arbeiten bei Toyota ist einfach. Ich muss einfach sagen, ich weiß es nicht. Der Chef stellt eine Frage und sagt, keine Ahnung. Somit ist meine Tätigkeit für heute erledigt. Ja? Aber es ist nicht ganz so einfach. Der Toyota-Manager sagt dann, okay, gut, jetzt zeig mir, wie du es herausfinden möchtest. Erklär mir mal dein nächstes Experiment. Ja? Also unser Thema ist eine wissenschaftliche Denkweise. Eine Denkweise ist unsichtbar. Anders als Sport, anders als Musik. Können Sie mir ein paar Strophen vordenken? Ah ja, Sie denken ganz falsch. Ja, ich sehe das schon. Ne? Könnten Sie mir ein paar Kicks vordenken? Ja? Kann man nicht sehen. Also gut, es ist ein Mustermacher wie alle Cutter oder sagen wir mal Starter-Cutter, auf dem man aufbauen kann. Aber es ist mehr als das. Es ist eine Art und Weise, wie der Coach feststellen kann, wie denkt gerade mein Lerner, um dann ein passendes Feedback erteilen zu können. Darum geht es auch hier. Es ist ein Mechanismus, um die Denkweise des Lerners sichtbarer zu machen. Okay,
Ja, Zeit ist knapp. Wir sind jetzt schon in der Pause, aber machen noch 2 Stunden, ne, Konstantin? Ja, okay, danke. Ich glaube, wir haben noch eine Zeit für eine Experimentierrunde. Wir müssen sie aber nicht machen. Doch, nee, müssen wir nicht. Ne? Okay. Starting position, please. Starting position. Zeitstopper. Start. Okay, damit sind wir eigentlich an der Zeit. Ich hätte gerne noch ein paar Runden und ein paar Reflexionen gemacht, aber ich glaube, das werden wir auch im Rahmen der nächsten 2 Tage und in den Workshops machen können. Was wir hiermit machen wollten, ist Ihnen einen ersten Einblick in die Verbesserungskarte, diese 4 Schritte bringen, ein bisschen in die Coaching-Karte, ein bisschen diskutieren. Und jetzt geht es tiefer weiter mit den Workshops. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen anregen, machen Sie das Spiel zu Hause in der nächsten Woche. Wenn Sie 3 Puzzle haben in Ihrem Team, dann haben Sie ja genug. Holen Sie sich 9 Leute, also ich glaube, die Mindestteamgröße ist 3, 4 oder 5 Personen geht auch. Mindestteammenge ist 3 Teams, dann macht es mehr Spaß. Wenn es nur eine Team macht, ist es nicht so schön. Also mindestens 9 Personen und machen Sie einfach die Übung bei Ihnen zu Hause, also in der Firma oder wo Sie sind, und dann haben Sie es drin. Wir haben eine Bitte, wenn Sie das tun, auch da wir von Ravensburger, das sind Sie, ja, nice to meet you, wenn Sie, auch für Ravensburger, wenn Sie dieses Puzzlespiel bzw. die Übung machen in den nächsten 10 Tagen, schicken Sie Fotos an Konstantin. Ja? Denn das ist immer schön zu sehen und das werden wir dann, Herr Frick, auch an Sie weiterleiten, ein paar Fotos. Ja? Okay, so, das war die Übung, ganz schnell und auch ein bisschen Diskussion als Vorbereitung für die restliche Konferenz, worauf uns Konstantin jetzt vorbereitet. Ja, wunderbar. Applaus für Mike erstmal.